Mosaik ist mein Herzensprojekt, was ich zusammen mit Deborah angefangen habe. Und das Wichtigste für mich ist hier, dass wir Kinder und Jugendliche zusammenbringen und mit der Musik ihr Leben verändern. Mosaik ist für mich ein Ort, wo viele verschiedene Menschen, viele Kulturen zusammenkommen und wir gemeinsam aber ein großes Ziel verfolgen. Vertrauen und Miteinander ist das, was Mosaik für mich ausmacht. Mit den Kindern zu arbeiten, das ist, was für mich Mosaik sich lohnt. Einfach die Kinder mal irgendwie anders zu erleben als in der Schule. Ich spiele Cello und ich spiele Geige. An der Geige macht es mir schon besonders viel Spaß, dass ich halt mit anderen das auch machen kann, dass ich halt in einem Orchester bin und dass ich es einfach spielen kann, weil das war halt schon immer mein Trauminstrument. Mir gefällt am Saxophon, dass man verschiedene Töne spielen kann. Also mir gefallen die Konzerte gut, weil man da Spaß haben kann und man kriegt viel Essen. Musik ist sehr bedeutend für mich. Ich spiele jetzt schon seit von Anfang an mit und es ist nicht so trocken, dieser Unterricht. Es ist ja viel Spiele dazwischen und es macht sehr viel Spaß. Ich freue mich auf die Momente, in denen die Kinder ihre Lieblingsstellen spielen, weil es super schön ist zu sehen, wie dann so das ein oder andere kleine Lächeln über das Gesicht huscht. Ich denke, hier kommen die Kinder zunächst, ohne vielleicht eine große Idee davon zu haben, was wir genau machen, und unterschiedlich aus ihrem sozialen Kontext oder ihrer Herkunft haben sie hier die Möglichkeit, was kennenzulernen, was sie vielleicht noch nie erlebt haben. Ich hatte einmal eine schöne Situation nach dem Unterricht, als ich ein Mädchen gefragt habe, wie es ihr gerade geht, und sie hat gesagt, dass sie gerade super stolz ist aufs Geige spielen, und das war super schön zu hören. Wir sind echt gut vorbereitet und dann ist es im Konzert immer was ganz Besonderes zu erleben, wie sich alle schaffen zu konzentrieren, dabei zu sein und wirklich ihr Bestes zu geben und dann auch dafür gewürdigt zu werden. Am meisten freue ich mich eigentlich darauf, wenn das letzte Stück gespielt worden ist und das Publikum hoffentlich applaudiert und ich in die strahlenden Kinderaugen gucken kann und ich weiß, dass wir gute Arbeit gemacht haben.